So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist soweit, das Rocket Event hat gestartet. Ich nehme das jetzt am Montag auf, das seht ihr aber dann erst am Dienstag. Es gibt wieder eine neue Spezialforschung von Team Go Rocket mit den Rocket Bossen und Giovanni. Das ist theoretisch immer das Gleiche. Er löst ein paar Krypto-Pokémon, fangt ein paar Krypto-Pokémon, besiegt ein paar Rüpel, dann besiegt die drei Rocket-Bosse Cliff, Alus, Sierra, die natürlich wieder ihre Pokémon gewechselt haben. Jetzt wieder andere Pokémon nach dem Kampf hinterlassen, die alle drei aber wieder shiny sein können. Da könnt ihr ja mal reinschreiben, was euer Lieblings-Pokémon ist. Zubiris, Flunkiefer oder Macholo. Ich persönlich finde Macholo am genialsten, weil da eine 6er Krypto-Armee oder mal eine 100% Krypto zu haben, wäre auf jeden Fall brutal. Ich mache so viel mit Machomai, das ist meiner Meinung nach mit am nützlichsten und deshalb mein Liebling. Gleichzeitig hat Giovanni natürlich sein Pokémon gewechselt und hat jetzt wieder Mewtwo. Wir wollen heute Giovanni suchen, den besiegen, das Mewtwo abholen und gucken, ob es ein gutes ist. Ich habe schon zwei Stück auf Level 50 gezogen, zwei Krypto-Mewtwo. Theoretisch hätte ich mir direkt eins abholen können, noch eins, und mit der neuen Aufgabe noch eins, aber ich habe es wieder mal verkackt. Viele von euch auch, wie ich gesehen habe. Deswegen wird das dann mein drittes Krypto-Mewtwo. Noch eine kleine Anmerkung. Manche Leute haben gefragt in den Kommentaren, wie ist denn das? Ich habe jetzt noch die Forschung, ein siebenfarbiges Pokémon. Muss ich die vorher schnell beenden, damit ich die Mewtwo-Forschung kriege? Nein, es kommt nämlich nicht darauf an, welche Forschung ihr macht. Es kommt immer nur darauf an, wann ihr die Forschung abschließt. Die letzte Forschung war Feldnotizen Team Go Rocket, die man ja eigentlich frisch bekommen hat, während Giovanni Latias hatte oder Latios oder wie auch immer. Wenn ihr die noch nicht abgeschlossen habt, aber jetzt abschließt, dann kriegt ihr daraus Mewtwo und nicht Latias oder Latios. Wenn ihr die siebenfarbige Pokémon-Forschung abschließt, jetzt, wo es eigentlich damals Ho-Oh gab, kriegt ihr auch daraus jetzt Mewtwo. Deswegen kann man ja die Forschung anfangen und dann mit dem Pass warten, bis das nächste Pokémon drin ist. Denn Giovanni wechselt seine Pokémon und das, was er gerade hat, das bekommt ihr und nicht das, was er hatte zu dem Zeitpunkt, wo ihr angefangen habt, die Forschung zu machen. Also ihr könnt das selber timen, ob ihr jetzt zwei Ho-Oh bekommt, zwei Groudon, wenn es mal kommt irgendwann, oder eben zwei Mewtwo. Die meisten waren schlau, haben sich aufgehoben, haben gesagt, Latios, Latias, brauche ich alles nicht. Ich hole mir ganz viele Mewtwo, wenn das wiederkommt, und können sich jetzt eben zwei holen. Ich wollte mir auch zwei holen. Ich habe leider noch ein zweites Latios bekommen. Os, genau, Os. Os ist nämlich blau und Ass ist rot, warum auch immer. Wir suchen jetzt Giovanni und dann machen wir das Mewtwo und gucken mal, ob es das Beste ist, was wir bisher haben. So, wir sind jetzt hier angekommen. Wir sind mitten im Hildburghäuser Stadtpark. Jetzt soll ich Stadtwald sagen? Nee, Stadtpark. Das ist der Stop, wo wir Giovanni gefunden haben. Das ist ein Insektenhotel. Das habe ich damals versucht einzureichen. Dann stand dort, das gibt's schon. Da gab es aber noch nicht. Kurz danach ist das dann gekommen. Dafür habe ich ein anderes noch eingereicht. Das war richtig genial. Ich stelle euch jetzt erstmal hier auf das Insektenhotel und hoffe, dass das passt. Und wie mache ich es immer, wenn ich Giovanni suche? Ich habe es immer richtig gut, ne? Ich habe nämlich die Hildburghäuser Map. Ich gehe da einfach auf Pogo Franken, Bruder, und dann lädt das kurz. Da kannst du einstellen, egal was du suchst. Und dann suchst du zum Beispiel nach Giovanni. Und dann siehst du, das sind die Giovanni-Stops heute in Hildburghausen. Das sind welche hier unten, das sind welche da oben. Da kannst du in deiner City schön alles sehen. Und das finde ich wunderbar. Ich hatte einen kurz nach zu Hause hier. Das war aber ein Täuschrübel. Hier, das war auch ein Täuschrübel. Und jetzt sind wir hier unten beim Insektenhotel. Die sind auch bis 22 Uhr da. Das ist auch nochmal ein Tipp. Für alle, die Giovanni immer am Ballon machen wollen. Ihr könnt das machen, wenn ihr auf Nervenkitzel steht. Aber es gibt Leute, die haben Giovanni aus dem Ballon bekämpft. Sind im Fangbildschirm gelandet. Dann ist die App abgeschmiert. Sie mussten das Spiel neu starten. Und als sie ins Spiel zurückkamen, haben sie nur noch gesehen, wie der Ballon weggeflogen ist. Und das war's. Die konnten das dann nicht mehr fangen, das Shadow Legendary, was Giovanni dabei hatte, weil der Ballon einfach weg war. Kann euch bei einem Stop nicht passieren. Deswegen empfehle ich immer, macht Giovanni am Pokestop. Wenn ich jetzt hier kämpfe,
Und ich fliege raus im Fangbildschirm. Die App freest oder irgendwas. Kein Problem, der Stop ist ja noch da. Ihr habt den kompletten Tag Zeit bis 22 Uhr, diesen Stop zu bekämpfen. Ich glaube, das ist wie mit den Raid-Zeiten von 6 bis 22 Uhr. Sind dann auch eben die Rocket-Bosse und auch Giovanni da. Giovanni also jetzt hier am Stop, freut sich schon. Wir werfen hier mal einen Pass ein. Ich weiß gar nicht, was ich beim letzten Mal genommen habe. Wir wissen auf jeden Fall, am Anfang nimmt er immer Snobilicat, Typ normal, also am besten Kampf. Dann nehme ich Lucario meistens, das geht recht fix und schnell. Als zweites hat er meistens einen Boden-Pokémon, das heißt, wir nehmen Kyogre immer rein und gucken uns das an, was das macht. Und als drittes hat er ja jetzt Mewtwo. Ich habe damals Mewtwo immer mit meiner Despoda-Armee gemacht, mit Bisknirscher. Wir könnten auch mal Trigefalo ausprobieren. Da ich die 3-Sekunden-Regel nutzen möchte als Trick, nehme ich jetzt aber Kyogre als erstes, Lucario als zweites, wechsel dann direkt auf Lucario, wenn ich reinkomme, sodass er warten muss und ich schon angreifen kann. Das ist mein Trick dahinter. So, Lucario, da steht auch RRR dran. Und jetzt wollen wir Trigefalo mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das ist ja schließlich auch... Wir müssen mal gucken, wer Wirbler hat. Der hat keinen Wirbler, der hat Wirbler, Bisswirbler. Wir probieren es jetzt mal mit Kyogre, Lucario, Trigefalo, weil Trigefalo, es war erst C-Day von dem ganzen Teil. Da wird jeder bestimmt sich mal ein Trigefalo hochgezogen haben. Auch wenn es nicht unbedingt das Beste ist, kann man immer mal eins entwickeln und hochziehen für sowas. So, er kommt jetzt hier rein mit Snobilicat. Wir wechseln direkt aufs Lucario. Wir hauen hier drauf und ihr seht dann, wir haben direkt den Steigerungshieb voll. Steigerungshieb geht ja immer fix. Deswegen spielt man gerne Lucario. Früher habe ich gerne Regirock gespielt. Weil Regirock hat Zielschuss gehabt, was auch mega schnell die Ladeattacke voll gemacht hat. Und als Ladeattacke habe ich meistens dann Steinkante gehabt. Das hat nicht nur schnell die Schilde rausgelockt, das hat meistens auch ein Snobilicat umgehauen. So, ich kann jetzt ja nicht mehr wechseln. Ich muss ja jetzt warten, ich bin ja jetzt blockiert, aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir steigern ja stetig unseren Angriff. Und früher hat er ja die Vögel hinten drin gehabt, also das heißt, wenn wir Steinkante spielen konnten mit Regirock, dann hat das auch natürlich effektiv die Vögel getroffen. Die sind ja alle in der Luft herumgeflogen, haben dann Steine abbekommen. Das war auf jeden Fall genial. So, wir können jetzt rauswechseln eigentlich. Wir wechseln also direkt raus, gehen mal aufs Kyogre. Der steht hier da, man denkt, der macht einfach gar nichts. Wir schilden mal. Früher habe ich auch nie gewechselt, da habe ich einfach so lange gemacht, bis es tot ist und das war's dann. Aber ich glaube, hier bietet es sich schon an, öfters mal zu wechseln. So, ich warte jetzt auch extra. Er hat nämlich keine Schilde mehr und schaffe ich's, ein Blizzard auf das Mewtwo zu machen? Ich probiere es mal kurz. Ja, Blizzard ist voll. Richtig starke Attacke auf das Mewtwo und dann kann das Kyogre ruhig sterben, denn dann haben wir ja immer noch unser Despo da. Zack, Hälfte ist weg. Jetzt mach was, Mewtwo, komm, trau dich. Oh, ihr seht, er greift einmal kurz so an, schon sind wir halb tot. Jetzt Trigefalo rein, Trigefalo muss jetzt den Rest machen. Das sieht gut aus, okay. Wir haben sogar noch unser Schild mitgenommen. Haben das zweite Schild gar nicht gebraucht. Kämpfe gegen den Team Go Rocket Boss, besiege den Team Go Rocket Boss. Hat alles gepasst. Was nicht passt, ist wahrscheinlich schon wieder die Belichtung. Sieht wieder richtig komisch aus. Aber egal, Hauptsache ihr seht den Spielebildschirm. So, Top-Eleber, Top-Dränge, Zusammenfassung, 19 Bälle. Da steht es, das Krypto Mewtwo, das heutige Krypto Mewtwo. Brauchen für Thumbnail ein komisches Bild. 897 WP. Gibt es ja wieder die Experten, die warten dann natürlich, bis Wetterboost ist und es geboostet ist, dass sie dann erst das versuchen abzuholen. Aber ach, was interessieren mich die 10 Level-Ups da? Das ist mir eigentlich wurscht. Die 5 Level, die es zusätzlich gibt, 10 Power-Ups. Staub ist da und wieder mal ist es beim ersten Ball drin. Ich sage immer noch, mir kommt es vor, als wären es wie legendäre Shinies, dass die im ersten Ball, wenn ihr trefft, drin bleiben. Gibt aber Leute, die sagen, nee, ich musste 5 oder 6 Bälle treffen, bis es dann drin geblieben ist. Wie sieht das bei euch aus? War es im ersten drin? Habt ihr es direkt im ersten gefangen? Bei mir eigentlich fast immer so. Wir bewerten es jetzt nochmal. Und es ist ein...
Es ist schon wieder richtig schlecht. Ein Stern nur und es hat einfach 7, 7, 13, 7. Das Ding würde auf genau 4500 kommen. Das sieht ja eigentlich gut aus, aber wie gesagt, wir haben ja noch andere, wenn ihr hier mal guckt. Wir haben eins mit 4650 und wir haben eins mit 4641, beide auf Level 50 gepusht. Mit Psychoklinge, Psychostoß, das auch hier Psychoklinge, Psychostoß, jeweils Eisstrahl. Könnte man eigentlich noch Spukball drauf machen, zumindest bei einem. Top TM ist auf jeden Fall da. Wir gucken mal kurz hier nach der Bewertung. Das waren 3 Sterne. Wenn ich das erlöst hätte, wäre das richtig gut, aber ich brauche es ja nicht erlösen. Ich habe ja meinen 100er. Und das ist hoffentlich, das müssen auch 3 Sterne sein, das ist schließlich besser als das andere. Das ist auch 3 Sterne, also das heißt, das bisher schlechteste Krypto Mewtwo bekommen. Hier das 100er auf 4724. Psychoklinge, Psychostoß, Spukball. Das ist fett, das sieht gut aus. Ja, ansonsten nehmen wir halt dieses Mewtwo mit. Was wir jetzt hier haben, ändern können wir es eh nicht. Da hätte es mich natürlich jetzt gereizt, trotzdem noch ein zweites zu bekommen, wenn ich einfach beim ersten irgendwas rauskriege, mich das jetzt enttäuscht und ich jetzt die neue Forschung hätte anfangen können mit dem zweiten Krypto Mewtwo. Das wäre genial gewesen. Das wäre sicherlich besser als das, weil so ein schlechtes habe ich einfach noch nie gehabt. Ja, dann macht eure Spezialforschung noch fertig. Ihr seht, ihr könnt hier noch alles abholen, was da steht. Kriegt ihr auch nochmal ein Glücksei. Die Spezialforschung ist eigentlich jedes Mal dasselbe. Und am Ende gibt es noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich auch noch mal ein Video, wie ich alle 3 Bosse besiege. Also Alok, Cliff und Sierra. Mir war es nur wichtig, jetzt am Anfang erstmal das mit Mewtwo zu zeigen. Nehmen hier die Erfahrungspunkte halt auch mit. Andere hätten jetzt auf ein Glücksei gewartet und das vielleicht mal in einer Rampenlichtstunde oder bei der Raid-Stunde mit eingelöst. Ansonsten war es das eigentlich von meiner Seite aus. Wir sind gespannt auch, wie die Cosmog-Forschung weitergeht, ob man dann Lunala, Solga, Leo entwickeln kann. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Rocket-Übernahme. Denkt dran, dass ihr Frustration verlernen könnt. Also nutzt eine Top-Lade-TM. Ach, nutzt eine Lade-TM, denn ihr braucht ja jetzt keine Top. Eine normale Lade-TM reicht jetzt schon, um Frustration zu verlernen. Ihr habt 4-5 Tage Zeit. Wenn ihr nicht genau wisst, wie lange das Event geht, guckt immer in den Heute-Tab. Da steht alles drin. Gierige Gesellen noch 3 Tage, Rocket-Übernahme auch 3 Tage, zur gleichen Zeit wie das. Das kam zusätzlich dazu. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und schreibt rein, wie gut euer Mewtwo war und was euer bestes Mewtwo jetzt ist in der Krypto-Variante.